So, aber dann haben wir schon mal die unbequeme Leiter nicht mehr im Sack. Kann ich hierher? Nee, da kam ich zwar nicht her, aber da kommen wir auch nicht weiter im Moment. Da müssen wir. Landschaft. Eintönig grün. Mistvieh. Diese Ziege ist eine Gefahr. Ja. Zum Glück hat sie nur Durst. Noch mehr Landschaft. Landschaft. Nee, keine Landschaft. Nein, muss rausgehen. Oh Mann. Ein Benzinkanister. Ich frage mich, wofür diese Häuser verwendet wurden, bevor man sie dem Verfall überließ. Mal überlegen, wozu kann man Häuser verwenden? Hier gibt's nichts weiter. Ich glaube, ein Häuschen gibt es noch. Ja. Ich frage mich, wofür diese Häuser verwendet wurden, bevor man sie dem Verfall überließ. Ich frage mich, wofür diese Häuser verwendet wurden, bevor man sie dem Verfall überließ. Okay, aber hier scheint weiter nichts drin zu sein. Ich hoffe es zumindest. Das wäre echt blöd, wenn ich hier nochmal hin zurücklaufen müsste. Nur um irgendein Ding zu holen, was ich übersehen haben könnte, aber ich meine, das wäre es gewesen. Haben wir denn jetzt alles? Nee, noch nicht. Also wir haben jetzt, glaube ich, alles gemacht, was wir hier erledigen können. Deswegen machen wir uns auf den langen Weg zurück. Ich muss ja noch die Streichhölzer holen. Da hätte ich natürlich auch mal direkt dran denken können. Ah, das ist das jetzt, was ich vorhin ganz am Anfang gemeint habe. Das sind so Wege, die ich mir gerne erspart hätte. Und euch auch, aber jetzt geht's nicht anders. Dann laber ich halt in der Zeit euch die Ohren voll. Bis zu den Bienenstöcken ist es ja auch nicht so weit. Und die Landschaft, ich meine. Englische Klippen bei Dreckswetter und Nebel. Da kann man sich doch nicht mehr wünschen, oder? Ist da keine Abkürzung zum Haus? Ja, war so. Ne, scheinbar nicht. Wäre übrigens toll, wenn man da jetzt so eine Minimap hätte. Um einzelne Orte einfach anwählen zu können. Oder geht das vielleicht über diese Karte, die wir da mal hatten? Da drin versteckt sich niemand. Darauf würde ich meinen guten Ruf setzen. Ich habe über die Jahre schon manche schwer zu fassende Beute gejagt.
Wenn Owen tatsächlich in diesem Haus ist, muss er unsichtbar sein. Soll irgendein Erfolg gehabt? Es gibt sonst niemanden auf dieser Insel, außer uns Neuen. Wo haben Sie nicht gesucht? Der Holzschuppen. Ich hätte mir denken sollen, dass er dort sein könnte. Haben Sie irgendwelche Schlüsse gezogen? Vielleicht war es doch ein Unfall und ein Selbstmord. Oder zwei Unfälle. Oder zwei Selbstmorde. Was weiß ich. Schönen Tag noch, Mr. Blanc. Unfassbar. Sind wir jetzt eigentlich... Nö, der Plan ist immer noch nicht aufgetaucht. Ich hoffe, dass uns deswegen das Spiel nicht abstürzt. Kamin links. Oh. Streichhölzer. Gib. So. Und weil das so viel Spaß gemacht hat? Ich habe Rogers gefragt, woran diese Miss Brady gelitten hat. Bei bestimmten Herzleiden bricht man bei einem Anfall eine Ampulle Amylnitrat auf und lässt den Patienten die Dämpfe einatmen. Wird Amylnitrat vorenthalten... Ich verstehe, keine aktive Handlung, kein Arsen, das beschafft und verabreicht werden muss, gar nichts Definitives. Und Rogers und seiner Frau hätte man nichts nachweisen können. Es beschreibt unsere Situation hier sehr treffend. Es gibt Verbrechen, die nicht durch die üblichen Methoden bestraft werden können. Ein Richter, der seine Position ausnutzt? Nichts für ungut, Richter. Ein alkoholisierter Arzt, dem das Skalpell ausgleitet? Nichts für ungut. Doktor, der Punkt ist, es erklärt Mr. Unbekannt. Aus Gründen, die nur ihm bekannt sind, hat er beschlossen, in seinen Augen ungesühnte Verbrechen zu bestrafen. Und wer unter uns wurde als einziger nicht beschuldigt? Ah, Mr. Narracott. Genau aufs Stichwort. Tja, tschüss, Jungs. Ich wollte eigentlich nur... hier raus. Und einmal Kante geben bis zu diesen Bienenstöcken. Also gab es doch eine Abkürzung zum Haus. So. Und nun? Das funktioniert. Gerade so. Gute Nacht, liebe Bienen. Schwarze Afghane beruhigt selbst afrikanisierte Bienen. So, die Bienen schlafen jetzt oder sind zumindest ziemlich schläfrig. Und das war's auch schon. Jetzt können wir uns nämlich gleich ein leckeres Glas Honig machen. Sobald ich wieder im Billardzimmer bei den beim Doktor und beim Richter angekommen bin. Nein, nicht da lang. Da lang.
So, das mache ich dann mal gerade noch. Ein Glas. Mixbecher. Ausgezeichnet. Wie angegossen. So, und was es damit auf sich hat und wie es weitergeht, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet bis hier ein bisschen Spaß. Das war's erstmal. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Tschüss!